dir des Berges Grollen. Wer klug ist, hält sie fern. Denn unter Fels und Steinen schläft Böses tief im Kern. Feuerwut, Drachenbrut, Krallenzähne, Glut. Kommt her, ihr Helden alle, ob kühn oder verrückt. In Schwarzfels wartet ein Hearthstone-Abenteuer. Hey Leute, wir testen heute mal das Spiel Hearthstone, welches von Blizzard ist. Wieder mit dabei ist der Daniel. Ja, wie immer, ne? Ja, genau. Und Daniel gehört einfach dazu, er ist dabei. Und so habt ihr zwei Meinungen. Wir haben jetzt auch tatsächlich mal, weil wir beide schon dieses Spiel mal gespielt haben, vor urschlanger Zeit, haben wir jetzt einfach mal auf dem amerikanischen Server gestartet, damit wir auch euch das Tutorial zeigen können. Richtig, ja, von es Anfang gibt hier an. Kostenlose Karten erstmal. Oh, ein neuer Herausforderer. Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin. Ja, Jaina, die Magierin. Nimmt diese Herausforderung an. Die bekommt, glaube ich, die bekommst du, glaube ich, auch, oder? Oh, ah, Moment, ich guck gerade nach. Elvins, Hogger, der Knoll, kommt her. Ja, sieht zumindest danach aus, wenn es so eine aussieht. So, Aufgabe ist, besiegt Hogger. Spielt Diener aus und benutzt sie, um Hogger anzugreifen. Verursacht genug Schaden und ihr gewinnt. Es ist ein Tutorial, so wie ich das noch in Erinnerung habe, gewinnen wir so oder so. Daher. Ja, ich glaube, weiß ich ja. Also, ich glaube, an einer hängst du da etwas länger fest, weil die echt schwer ist. Ich glaube, an der 9. oder sowas. Ich brauche Diener, ja, die für mich kämpfen. Die vorletzte war das, glaube ich, jedenfalls. Hey. Achso, genau, man musste sie hier ziehen. Kann er dann noch hinschmeißen, wenn man lustig ist? Hauptsache ins Gebiet rein. Das war's. An der Reihe, Gnoll. Ja. Ja, erstmal zwei direkt ins Gesicht. Ich habe keine Karte ausgespielt. Und. Ja, falls euch das Leben ausgeht, verliert ihr. Falls ihr das noch nie wusstet bei so einem Spiel. Unsere Lebenspunkte sind hier angezeigt. Ein weiterer Diener. Karten werden immer neu hinzugezogen. Und hier gibt's Mana-Kristalle. Zeigt einem im Endeffekt an, welche Wertigkeiten der Karten man spielen darf pro Runde. Und legen wir auch wieder hin, weil muss ja wieder auf unsere Seite kommen. Ihr seid genau da, wo ich so. Euch haben will. Diener dürfen erst nach einer Runde angreifen. Völlig in Ordnung. Den haben wir in der Runde davor ausgespielt und wir dürfen jetzt mit dem angreifen. Bim. Kaputt ist er. Unser auch, aber es ist ja erstmal egal, weil der hat ja Death und so. Jetzt haben wir erstmal freies Feld. Bisher. Er wird jetzt irgendwas machen. Jetzt wehe. Zwei Karten? Er hat wohl eine aufgespart. Ja, zwei Karten, er hat eine aufgespart. Soll ich einen Gnoll angreifen oder Hogger selbst? So, wir dürfen jetzt sogar direkt angreifen. Wir machen das auch einfach, damit es schneller geht. Weil wenn er uns angreift, würde er seine Monsterchen verlieren. Wie er jetzt gerade hier seht. Fünf Angriff? Das Ding ist riesig. Das Ding ist riesig. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Und da würde ich das hier zwei Schaden machen. Machen wir schnell den Dicken weg. Denn ihr seid mein nächstes Ziel, Hogger. Danach ist er dann dran. Ja, was ist das Ziel in dem Spiel? In dem Spiel ist einfach. Okay. Gegner schlagen, gewinnen und. Sie kann nur einmal verwendet werden, also sollte ich sie überlegt einsetzen. Machen, was man kann, damit man gewinnt. Wie zum Beispiel so eine Zauberkarte, denn jetzt kann ich dem noch angreifen und dann ist Hogger besiegt. Ja. Ziel des Spiels ist somit erklärt. Ist eigentlich völlig simpel, man. Muss mit seinen Karten gewinnen, das ist wie in jedem anderen Card Game genauso. Sei es My Little Pony, sei es Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oder was auch immer. Und ja, jetzt seht ihr hier die Questreihe, die Reise beginnt. Und wir sehen den Missionsfortschritt. Ja, und wir sollen nicht gegen
Milhouse-Mana-Sturm kämpfen. Was naja, also wenn du dich Milhouse Van Houten, das ist alles gut. Ja, ja, eben. Aber er heißt Milhouse, Mann. Das ist ja schon mal geil. Milhouse-Mana-Sturm. Ja, schön mit Synchron, also daher mit Gequatsche auch in Deutsch, auch auf dem amerikanischen Server. Finde ich gut, dass sie das dann erkennen, aus welcher Region man denn kommt. Ja, ist doch super. Es gibt nicht viele Spiele, die darauf achten, ob man jetzt aus Deutschland kommt und man auf dem ausländischen Server drauf ist oder halt eben nicht. Ja, aber gut, da muss man einfach sagen, das ist Blizzard, ne? Ja, das stimmt. So, jetzt kommt gerade nochmal die Info, ihr erhaltet in jeder Runde einen Mana-Kristall. Und wir starten hier auch jetzt gerade mal mit mehr Karten und dürfen halt... Lass mal kurz zurück. Hier oben sieht man ja, links oben in der Ecke von der Karte sieht man halt die Kosten. Wir haben einen verfügbar und wir benutzen die einen hier, weil mehr geht einfach noch gerade gar nicht. Das war's. Was für ein Diener ist das denn? Ein Murloc? Ja. Wer es kennt von Warcraft und so weiter, es ist halt einfach ein Blizzard-Game, die tun sich immer und überall kombinieren. Es ist halt ein Murloc. Was haben wir hier noch? Ja, den Feuerball, was halt ein Angriff ist. Und ein, mein Mana ist wieder hergestellt. Standarder Raptor. Jede Runde neue Mana-Kristalle und einen mehr. So können wir nämlich jetzt diesen Raptor hier spielen. Und weil der da drüben irgendwie nichts macht, greifen wir dem einfach mal direkt ins Gesicht an. Ja, Mann, in his face. Er hat jetzt halt vier Karten, das ist natürlich. Wer weiß, was er dann damit macht? Okay. Das ist natürlich böse. Nein, Sieg. Wie ein Sieg! Okay, was kann ich jetzt? Ah, ich hab grad nur Mist. Achso, oder. Ja, doch, wir machen mal Ziel bei Karten. Ist, glaube ich, gerade das Sinnvollste, was wir machen konnten. Und mit dem werden wir nochmal direkt in das Face angreifen. Pass auf den Schnurrbart auf! Genau, wir sollen auf den Schnurrbart aufpassen von Milhouse. Das klingt gerade völlig falsch, aber was soll's. Ja, er macht wieder Arcane Explosion, der Langweiler. Ja, das stimmt. Ja, ich muss echt sagen, das ist so... Das ist so langweilig. Man weiß eigentlich, was man machen soll. Aber irgendwie macht man es dann doch nicht. Hm. Was ist das? Zwei. Wir nehmen den. Das war's. Ja, fertig. Mehr können wir nicht machen. Wir dürfen ja, wie gesagt, erst nächste Runde angreifen. Und wenn Milhouse gesplattet ist, gesplattet. In der Face gesplittet. Ja. Ja, ich habe neulich beim Kumpel Splatoon gespielt. Ach ja. Und da ist es halt gesplattet. Daher war mir gerade irgendwie danach. Viel vorstellen. Also Leute, wer gleich mal noch Zwischenwerbung, wer von euch eine Wii U hat, ich kann euch Splatoon einfach nur empfehlen. Es ist ein, im Online-Bereich ist es ein richtig cooles Spiel. Offline, so im zu zweit, ist es jetzt eher, sag ich mal, naja, dürftig. Aber in dem Online-Feature, was es hat, ist es einfach geil. So, wir bleiben trotzdem hier mal beim Topic. Wir haben Milhouse vernichtend geschlagen. Was für eine Pratze. Ja, Sieg und bekommen wieder die Belohnungskarten. Fortschritt gespeichert. Ich habe eigentlich jetzt schon gar keine Lust mehr, dieses Tutorial zu spielen. Ja, das stimmt, aber ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Wir könnten auf den europäischen Account wechseln. ich glaube, ich werde jetzt einfach mal noch diesen hier zeigen. Ihr seht, das ist dann... Lehrensucher-Cho. Das ist dann hier, ich glaube, die Hälfte des Tutorials. Es wird immer ein bisschen schwieriger. Achso, jetzt kommen auch noch ein paar neue Features dazu. Ich bin zuerst dran, weil die Münze so geworfen ist. Was ihr gelernt habt. Also, ich werde euch nicht schon. Geht nach Münzwurf hier, wie halt auch bei den meisten anderen Spielen. Ich glaube, bei Magic ist auch Münzwurf. Das war's. Ah, ich sehe gerade, hier gibt es noch eine Historie, was gespielt worden ist. Da kann man nochmal nachschauen. Viele Freunde. Ja, Lehrensucher. Jetzt
kommt halt hier der dazu, der rote ist der Gegner, im Endeffekt der blaue. Ja. Zwei Punkte wieder verbraucht. Besser. Das war's. Ja, die haben dann auch deutlich schon mal mehr Lebenspunkte, wahrscheinlich auch den Standardwert, den sie dann haben werden. Und Niederlage ausmachen. Und daher, ja, das Ambiente ist hier schon ganz schön gemacht. Das Coole ist, wenn man bei Blizzard ist, kann man ja auch diverse andere Spiele spielen. Und es gibt meist so eine Kombination durch Heroes of the Storm, wo man einfach noch mal seine Bonis bekommt. Man bekommt zum Beispiel hier bei Hearthstone einen Kartenrücken im Design von Heroes of the Storm. Das war's. Den kann ich euch ja dann glatt mal. Wir werden nachher mal hier einmal den Server wechseln, um mal ein normales Spiel zu zeigen. Und da kann ich euch das dann auch mal zeigen. Kann ich auch das Menü nochmal normal zeigen. Und dann habt ihr hier erstmal einen kleinen Einblick ins Tutorial dann auch erlebt. Und ja. Machen wir den hier trotzdem noch platt. Das gehört sich so, dass wir den jetzt noch platten. Das war's. Weil wir den schon angefangen haben. Ja, leeren Suche. Daniel, du siehst das so aus. Aber machen wir dann nach der Runde jetzt hier, wechseln wir den Account. Okay. Zeigen wir ein Spiel gegeneinander, zeigen wir die normale Menüführung. Und ja, dann seht ihr halt, wie das Spiel tatsächlich ist, weil das hier sind alles auch sogar vorgegebene Karten. Das heißt, die kommen gerade, glaube ich, nicht per Zufall. Die sind, glaube ich, systemorientiert gegeben worden. Achso, der darf noch nicht. Okay. Ja, leeren Suche. Ah, ihr könnt mich nicht treffen. Okay. Für den Moment. Erst schlage ich eure Truppen, dann euch. Zwei Karten ziehen. Ja, mit dem greifen wir den an. Dann bleibt zwar auch, aber das ist egal. Dann werden wir drehen, alle sterben auch. Ah, sein Damage-Counter ist erstmal weg. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Hey, er hat neue Freunde kennengelernt. Als auch kämpfen können. Hm. Hat jemand den Arzt gerufen? Ja, der Voodoo-Doktor stellt zwei Leben wieder her. Ist voll unschön, aber was soll's. Jedenfalls für mich. So, wir legen den. Und legen auch noch den, dass wir eine neue Karte ziehen. Das war's. Können wir Furcht mehr machen. Führt zu Wut. Gibt dann auch noch, wenn die hier so ein Schild kriegen, Hass sind das Monster, die zuerst angegriffen werden müssen. Das zeige ich euch dann aber nachher mal, wenn wir dann im richtigen Spiel sind. Sein. Ihr seid naiv, leeren Suchen. Ach Mist. Ich darf den Feuerball ja gar nicht verwenden. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. So, dann. Wir haben 7 Life Points. Machen 2 Schaden, dann bringen wir den. Den. Wenn ihr meine? Fertig. Ihr seid sehr stark. Ist gleich der kaputt. Ah, schon wieder geheilt. Zwei Karten ziehen. Ogre der Felsfäuste und Feuerball. Feuerball verursacht wieder 6 Schaden, was uns gerade aber leider gar nichts bringt, weil wir den nicht angreifen dürfen. Der hier gehört. Sondern den dürfen wir angreifen. Und jetzt sieht man auch gleich, gerade absolut im Vorteil. Er stirbt wird weg. Mächtig. Und dann hat sich die Sache nämlich auch gleich gegessen. Wir machen jetzt noch das. Wissen, wie ihnen geschieht. Ich zerschmetter! Das. Und die 6 Standardschaden in der Phase und dann hat er verloren. Ihr seid wahrlich wieder Belohnungskarten, die ich euch nachher gerne auch nochmal zeigen kann bei mir. Und ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier die Hälfte dieser Quests
ich sag mal, Startquests vom Tutorial gemacht, wo uns was erklärt worden ist. Und ich zeige euch einfach nachher alles im Spiel, weil ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn wir uns jetzt hier total fusselig durch Tut quälen. Ja, das ist echt nicht schön, muss ich sagen. Und da würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder. Wir machen hier dementsprechend kurzen Cut und dann geht's halt sozusagen gleich auf dem europäischen Server weiter, wo Daniel und ich schon gespielt haben. Richtig, so sieht's aus. Also, bis jetzt sozusagen. Bis jetzt. So, hey Leute, da sind wir wieder nach unserem kleinen Zeit- und Serversprung. Wir haben jetzt hier unser tolles, standardes Menü. Wir haben jetzt im Endeffekt mal das Tutorial umgangen, weil es sich doch ganz schön zieht und nicht so motivierend ist, finde ich, weil man einfach nicht alles machen kann und keine Individualität so dahingehend hat, wie man spielen kann. Aber das klären wir dann auch später nochmal in unserer Bewertung für das Spiel. Und wir haben jetzt den Punkt. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Menüführung. Und wir fangen einfach mal links an. Ganz links, unten. Seht ihr hier? Könnt ihr mich auch adden, wenn ihr mich so findet. Wir haben es vorhin versucht, wir haben es nicht gefunden. Das die Freundesliste. Man kann dann auch hier direkt herausfordern. Das ist das, was wir euch dann gleich zeigen können. Oder werden. Weil wir das recht wichtig finden bei diesem Spiel, weil das ja doch auch ein bisschen competitive und kooperativ sein kann. Jedenfalls habt ihr hier eure Friendslist, die ihr über Blizzard habt. Meines Erachtens völlig falsch dargestellt in der falschen Farbe, die Uhrzeit. Weil man die einfach fast nicht lesen kann hier unten im Goldenen. Also es steht hier zum Beispiel 20.40 Uhr. Ja. Dann als erstes von den ersten richtigen Buttons gibt's hier den Shop. Ideal für Neueinsteiger, Classic-Packungen. Man sieht's, man kann hier mit dieser Währung, Gold, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob man das Gold beim Spielen bekommt, ich glaube ja, kann man sich dann die Packung kaufen, um neue Karten zu bekommen. Oder man hat halt diesen absoluten Greed. Bum, bum. Das ist echt cool gemacht, dass man einfach 60 Packungen kauft für 63 Euro. Dann gibt es halt noch das aktuelle, das große Turnier. Das sind halt einfach nochmal, ich sag mal, verschiedenste Booster-Packs. Und dann gibt es auch noch Goblins gegen Gnome. Kommen auch nochmal alle Karten hier hingeflaggt. Ja, also muss man echt sagen, man kann da richtig arm werden, wenn man das will. Oder man spielt einfach das Spiel ein bisschen selber. So, das war jetzt die Option Karten. Jetzt gibt es noch die Option Abenteuer. Wovon ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Ein Abenteuer. Das ist einfach wie eine kleine Mini-Quest-Reihe anscheinend, wo man gewisse Gegner tötet mit Story-Verlauf und so weiter. Da gibt es halt Naxxramas und Schwarzfels. Und man kann dann halt hier, ich kann jetzt mit der Maus leider nicht rübergehen, weil sonst geht's weg, wie ihr hier seht, kann man halt diese tollen Karten sozusagen gewinnen. Ja, die dann halt wahrscheinlich auch nur hier in diesen Spielmodis sozusagen ermöglicht werden. Ja, Schwarzfels, alle fünf Flügel. Das ist das ganze Abenteuer. Stürzen Sie sich ins Abenteuer, schalten Sie alle Flügel frei und erkämpfen Sie sich bis zu 31 neue Karten, die nur im Schwarzfels zu finden sind. Okay, ich finde es ein bisschen krass, 31 Karten für 22 Euro und dann hast du noch nicht mal, weil dann musst du dir noch freispielen. Okay, ich denke mal, für die Veteranen dieses Spiels wird das schon richtig geil sein, muss man einfach sagen. Das Spiel sonst ist kostenlos, ne? Also daher... Eben. Für die, die das lieben und donaten möchten, ist das eine klasse Sache. Also für mich ist es jetzt das, wie gesagt, ich habe es mal gespielt und ja, ich spiele dann lieber andere Kartenspiele, wie man ja auf meinem Kanal sehen kann. Ja. My Little Pony. Nein. Ja, was kann man noch machen? Man kann sich noch Champions kaufen. Also hier diese, wie heißen sie, Helden Champions halt. Da muss ich tatsächlich sagen, für sowas finde ich es immer ziemlich krass, 9 Euro auszugeben. Ich bin bereit, packen wir's an. Das ist die Vorschau. Ich bin bereit, packen wir's an.
Okay, er sieht einfach nur so aus und ich kann nicht lesen. Okay, Standard-Heldenfähigkeit des Kriegers. Okay, also man kann ja sogar für die drei Helden insgesamt 27 Euro ausgeben, wer das möchte. Und ja, man hat dann halt hier einmal Magier, Windläufer und einen Bronzebart, Krieger. Windläufer ist Jäger. Achso, Magni Bronzebart, so heißt der Mensch. Der Krieger. Okay. Ja, Leute, nie aufregen, wenn ich hier so ein bisschen durchstammel das Ganze. Es ist nicht so das, was ich ja, wie gesagt, im Normalfall spiele. Bei Daniel schaut es da ähnlich aus, deswegen kommen hier auch mal ein paar Hustler mit dadurch. Aber es ist in Ordnung. Wir zeigen euch einfach dieses Spiel. Der nächste Button ist das Questlog. So. Und zwar, es gibt hier so eine, erstmal so eine, ich sag mal, Freischaltmission, damit man alles machen kann. Man muss einmal gegen jeden dieser Typen hier gewinnen, damit man erstmal alle frei hat. Also gegen, wenn ich jetzt gegen Paladin spiele und gegen den gewinne, ist der Paladin bei mir frei. So, und das ist zum Beispiel, ich habe noch nicht gegen den Schamanen gewonnen, gegen den Hexenmeister nicht und gegen den Jäger nicht. Deswegen sind die bei mir noch nicht frei. Und dann kann man auch die Standard-Decks spielen. Das heißt jetzt gerade, Übung macht den Meister, gewinnt 5 Spiele im Modus Üben. Ja, Modus Üben halt, ne? Ist, glaube ich, nicht so der Burner. Genau, Belohnung für Stufe 15, also man bekommt dann immer mal was, wenn man levelt, also man levelt durchs Kämpfen, bekommt man hier Arkane Intelligenz in Golden. Weil mein Magier ja jetzt derzeit schon auf 13 ist. Wie gesagt, früher schon mal ein bisschen gespielt. Ja, ein bisschen öfter scheinbar als ich. Echt? Okay, also ja. ich hab auch gar nicht so oft gespielt, deswegen... Ja. Ja, ich bin erst Magier Stufe 1. Achso, aber hast du einen anderen höher? Nein. Ah, okay. Gut, dann machen wir mal Packung öffnen. Hier ist das, wenn man im Shop hier was gekauft hat, sind hier dann die ganzen Packs. Die zieht man mit der Maus gedrückt hier rüber und dann kann man irgendwo, ich weiß nicht wo, auf Öffnen drücken. Ich kann es jetzt auch leider gerade nicht zeigen, weil ich keine Packung da habe. Aber so funktioniert das dann. Und dann öffnet man die Karten. So, mehr ist es gar nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr easy aufgebaut, dieses System hier. Also das muss man denen echt lassen. Das bringt die. Kommen wir mal zu einem komplexen aufgebauten Ding. Ich klicke einfach mal auf, das ist jetzt der Deckmanager. Ich klicke jetzt auf den, dass ich schauen kann, was so ist. So, das Magier-Set, das ist bei mir vollständig. Da habe ich alle Standard 20 Karten. Und ich baue jetzt einfach mal Schurke. Valera Sanguina. Oder wie auch immer sie heißt. So, tut's hier oben hinschreiben, was ich wie habe. Und ich kann leider nicht, nee, ich kann wieder nicht dahin gehen. Ich könnte es ja mit meiner Hand zeigen, aber es sieht ja keiner. Ihr seht jetzt bei Karten-Mana-Kosten, seht ihr jetzt, wie euer Deck aufgebaut ist. Ob man viele... Ach, wir machen das einfach mal. Wir tun jetzt einfach mal den hier rüber und den da rüber. Berührt den Rand einer Seite, so. Um durch eure Kartensammlung zu blättern. Genau. So, und jetzt sieht man, ich habe jetzt eine Mana-Kosten-1-Karte, habe ich eine drin, und eine Mana-Kosten-5-Karte habe ich auch eine drin. So, das zeigt es euch hier an. So kann man das bisschen balancen, um von einer, ich sag mal, von einer Chance her ausrechnen zu können, zu welcher Prozent, zu welchem Prozentsatz man jetzt eine Karte bekommen kann. Wenn man natürlich viele von 0 und 1 reinmacht, ist klar, dass man die eher bekommt als wenn man da ganz wenig reinmacht. So, ja, der Held hat auch immer eine Fähigkeit. Hier ist es Dolchbeherrschung, Heldenfähigkeit. Legt einen Dolch 1-2 an. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob der dann den Dolch dann auf das Feld legt. Ich kann es auch nicht sehen jetzt genau. Man kann den hier oben noch umbenennen. Ich kann den jetzt noch den King Nubble nennen oder so. Hier, King Nubble machen wir mal draus. Und ja, ihr könnt jetzt hier, wenn hier... Warte, wir machen erstmal hier, damit ich es euch zeigen kann. Jetzt könnt ihr hier nach links, könnt ihr da wieder zurück. Und nach rechts könnt ihr immer weiter. Ja, könnt ihr hier durchblättern. Bei mir sind es derzeit 8 Seiten. Das ist jetzt nicht arg so viel. Und dann hatte ich ja gesagt, ich habe diesen speziellen Heroes of the Storm Kartenrücken. Das sieht man dann im Spiel auch. Habe ich auch.
Genau, den hast du auch. Wie ihr seht, man klickt hier einfach drauf und dann ist er aktiv. Muss man aber hier oben aussehen. Weil hier oben die normalen Standard-Schurken-Sachen und hier die neutralen Sachen. So. Gut, dann gibt es noch den Deckhelfer. Ja, klassenspezifische Karten. Man macht jetzt so. Der nimmt das dazu. Ich will jetzt vielleicht Kopfnuss drin haben und Meucheln fügt einem unverletzten Diener 2 Schaden zu. Dann sucht er mir immer so ein bisschen zusammen. Ich würde jetzt gleich mal einfach nur alles just for fun durchklicken, weil die Software sozusagen erkennt, was es für eine Rhythmik aufgebaut hat. So, jetzt würde ich natürlich gerne... So, und jetzt sieht man diese Statistik von Karten und Mana-Kosten. Ich habe jetzt 2 Karten, die 0 Mana-Kosten haben, was meines Erachtens ausreicht. 4 Karten mit 1 Mana-Kosten, 8 Karten mit 2 Mana-Kosten, was dahingehend ja praktisch ist, dass man die halt, ich sag mal, dahingehend schnell spielen kann, weil 2 Mana-Kosten ist nichts. Das heißt, man kann ab dem 4. Zug sogar 2 Karten spielen. Und dann sieht man, es wird immer weniger. 4, 3, 4, 3, 2. Und das ist, es ist halt dadurch erstmal spielbar. Egal, ob ich selbst jetzt, ich sag mal, selbstorientiert gesucht habe. Es ist jetzt erstmal von den Statistiken her ein spielbares Deck. Ob man damit gewinnen kann, keine Ahnung. Ich werde auch mit dem Deck spielen, was ich mir schon mal gebaut habe, also mein Standarddeck. Ich mache jetzt hier einfach mal fertig und versuche jetzt mal zurückzukommen. Achso, man kann sich noch nach den Sets sortieren lassen, die ich vorhin gezeigt habe. Ja, der hat keinen Namen, deswegen geht das nicht. So. Wir spielen trotzdem noch Mystic Killer. Achso, es ist ja fertig, das ist ja bearbeitet. Und jetzt gehen wir mal zurück. So. Jetzt haben wir das hier unten alles gesehen. Doch, was ist das hier unten? Gold. Gold kann zum Kaufen von Packungen oder für den Zugang zur Arena verwendet werden. Ja, ist einfach nur die Anzeige, wie viel wir haben. Und das Spielmenü. Option, beenden, fortfahren. Option, ganz standard einstellbar für ein Blizzard-Spiel. Also, ja, halt einfach die Option. Ja, was gibt's bei mir noch nicht? Wir fangen jetzt hier mal von unten an, bevor wir dann mal zeigen, wie es denn wirklich tatsächlich ist. Kartenchaos. Kenne ich zum Beispiel gar nicht. Wird freigeschaltet, sobald ihr mit einer Klasse Stufe 20 erreicht habt. Habe ich ja nicht, ich bin noch bei 13. Daher, ja, scheint aber auch, weil ich vorhin in meiner Francis gesehen habe, ein recht beliebter Modus zu sein. Jo, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Wenn ihr das wisst, Leute, schreibt es hier mal als Kommi rein. Dann haben die anderen auch noch die Information, das wäre echt cool. Ja, dann, das, was ich auch nicht frei habe, ist die Arena. Das ist dann sozusagen, die Arena ist das Achievement, dass man alle Klassen einmal besiegt hat. Und ich glaube, das ist dort, wo man auch Rankeds dann spielen kann. Also wirklich gewertete Turnierspiele. Ja, genau, glaube ich auch. Genau, dann ein Solo-Abenteuer. Sagt eigentlich alles für sich selbst. Richtig. Könnt halt im Endeffekt eine kleine Storyline durchspielen und ja. Und spielen ist einfach spielen gegen einen random Gegner. Ja. Und ja, wir zeigen euch einfach gleich mal ein ganz normales Spiel, aber halt direkt per Herausforderung. Richtig. So, wie gesagt, hier einfach draufklicken und jetzt bekommt Daniel ja einfach eine Anfrage und dann steht das hier auch da. Ich darf jetzt aussuchen, mit welchem Deck ich spiele. Daniel darf das jetzt auch. Ich nehme halt meinen Mystic Killer, weil ich da einfach alles habe, was ich haben möchte. Und jetzt gehe ich nur noch auf Wählen. Ja, mentale Vorbereitung. Naja, ich bin schon so kaufgeregt. Na, ich habe ja nur ein Deck gehabt, also von dem her. Ja. Jaina gegen ja. Wir spielen Jaina. Beide mit Jaina. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in ja. Stücke reißen. Okay. Ich darf jetzt aussuchen, was ist jetzt was ich vorhin nicht zeigen durfte, ob ich meine Karten behalten oder ersetzen möchte. Nicht wundern, ich werde euch jetzt mit der Maus natürlich jetzt nur zeigen, was ich habe, weil wenn ich jetzt alles vorlese,
weiß Daniel auch, was ich habe. Genau, also ich werde diese Karten hier behalten. Wie ihr seht, es ist sehr, ich sag mal, durchwuchert. Und ich denke, man kann dadurch ein paar Runden ja gut durchhalten. Vielleicht können wir Daniel einfach mal so richtig ins Gesicht hauen. Mal schauen. Mal schauen. So, er beginnt den Zug. Und er haut mir ins Gesicht. Das geht ja gar nicht. Das und... Okay, wir spielen jetzt mal eine ganz lustige Kombination. Wir spielen Spiegelbild. Das ist eine der Lieblingskarten im Deck hier. Naja. Zwei Death-Einheiten. Dann habe ich ja die tolle Karte hier, dass ich einen Kristall extra bekomme für die Runde. Und spiele drei Schaden austeilen. Ah, die Geschichte. Ja. Genau. Mal schauen, jetzt müssen wir mal Angst haben, was Daniel damit macht. Im Multiplayer hat man hier auch den Vorteil, hier steht der eigene Name. Hier steht Daniel Anecke, weil das halt Daniel ist. Ich denke, das geht klar mit dem Namen da oben. Ja. Ja, meinen Namen habt ihr ja auch. Ich meine, von Daniel den Namen, den habt ihr mit Sicherheit schon 100.000 Mal gesehen. Und gehört. Ja, und gehört. Meinen glaube ich auch. Warum? Hier steht halt CreepX noch drin. Ja, ich bin jetzt lustig und benutze meine Heldenfähigkeit, weil einfach nicht mehr geht. Und bin fertig. Hab immer noch meine Death-Einheit dastehen mit zwei Life-Points und... Mal schauen. Oh. Achso, genau, die Fähigkeit hält Spott, die man zuerst angreifen muss. Das heißt, ich darf jetzt Daniel nur mit gewissen Zauberkarten direkt angreifen. So darf ich ihn nicht direkt angreifen. Jetzt bin ich aber gerade mal ein wenig... Ist ja jetzt doof hier. Von der Kombination her läuft hier gerade einfach mal gar nichts. Wobei doch, damit kann ich direkt ins Gesicht ömern. Ich würde tatsächlich sagen, es sieht für mich gerade schlecht aus. Ein kleines bisschen vielleicht. Nächste Runde sieht schlechter für dich aus. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht. 2 und 2, okay. Ach so einer bist du. Ja, ich mach das zur Not so. Also mein Deck ist so aufgebaut, dass ich so mit Monstern nur durch Buffs, aber du musst es ja gleich merken. Achso, ja, ihr seht es auch gerade. Kartenrücken hier drüben ist halt wie bei mir auch, wie ihr es hier seht, die von Heroes of the Storm. Ja, genau. Ah ja, vorhin gesagt, das zeige ich euch noch. So spielt es jetzt aus. Warte mal ab. Ich warte, ich hab Zeit. Ja, das wird dir jetzt nicht gefallen, was jetzt passiert. Wahrscheinlich nicht. Hey, die Karte habe ich auch. Ja, die hatte ich ja vorhin auch. Ja, gibt noch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, gibt vielleicht noch eine coolere Karte, wenn ich es jetzt nicht gerade mit einem anderen Spiel verwechsle. Boom, it's in your face. Ja, alles gut noch. Aber noch 23. Noch. Die Tore sind geöffnet. Ah, nimmst du eine Spotkarte. Ah, so. Naja, muss ja. Ja, kannst ja sowieso nur meine Spots angreifen. Stimmt, ich muss tatsächlich die angreifen, okay. Ja gut, da passiert mir ja eh erstmal. Du brauchst eine andere Karte bei denen dazu, dann sind die echt genial. Hallo, alles mein Schaf gut, macht trotzdem noch was. Ja, natürlich, aber weniger als was es am Anfang getan hat. Ja, deutlich weniger.
Und soll ich dir jetzt mal richtig einen auf den Deckel geben, mein Freund? Mach ruhig, du hast jetzt die Zauberkarte mit 6 Schaden. Nein, besser! Bam. Genau, die meint... Hä? Was macht die? Ah, okay, nee, ich hab da eine bessere. Da tust du allen Monstern überall plus 1 machen. Das geht auch, aber ich kann daraus aus den benachbarten Monstern 2 Spots herstellen. Ah, okay. So. Dann machen wir jetzt mal. Jetzt überlegen wir nochmal kurz. Moment. Genau. Das machen wir mal so. Boots. Mein Schaf ist tot. So, jetzt muss ich natürlich den opfern. Das macht aber nichts. Bam! Und damit sind deine Monster wieder weg. Ist in Ordnung. So, und zwar. So, erstmal aufgeräumt. Das hat zwar eigentlich völliger Waste, aber es ist erstmal in Ruhe zum Nachdenken bis zur nächsten Runde für mich dann. Ja. Der darf gleich angreifen? Was ist denn das für ein Vogel? Ansturmfähigkeit. Oh, ist nie wahr. So, wir machen das. Ah. Und den stellen wir auch noch hin. Das war's. Hä? Wahrscheinlich erst beim Tod oder so. Achso, ja, beim Tod. Hm. Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen nachdenken, aber. Moment mal. Von mir aus darfst du nachdenken. Ja. Was soll ich? Ich muss jetzt natürlich mal überlegen, wie ich deine kleine Krieger-Golems da mal schnell platt kriege. Das Spiel reagiert natürlich auch darauf, dass er nichts macht. Beziehungsweise, dass er durch die Karten. Okay. Ja, deine Karte muss vernichtet werden. Ja. Ich habe leider noch eine andere Option, die ich gleich benutzen werde. Darauf warte ich nur. Ah ja. So. Was machen wir denn jetzt? Jetzt habe ich noch 8 Punkte. Nee, noch nicht. Du erst. Legt euch nicht mit Zahner an! Ah, so machst du das jetzt hier. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was wirkt. Ja, da wirkt's. Und mit dem auch den. Ach so, zur Opferung. Ja. Ah. Naja, deiner ist tot und hat trotzdem den Schaden gemacht. Ja. Jetzt muss ich natürlich. Das ist natürlich ein bisschen lustig für mich. Gut. Ich frage ja, okay. Mich, das ist doch alles zu handeln. Das muss ich mir überlegen. Wie mache ich das am besten? Ja, Leute, wie ihr seht, mit den richtigen Karten kann man hier einiges ändern. Jetzt sieht es erstmal für mich ganz gut aus, obwohl ich weiß, dass es Kartenkombinationen gibt, wo man mich innerhalb von einem Zug völlig gerade K.O. machen kann. Nicht K.O., sondern alle meine Monster töten kann. Bereit zum Ausritt! Weit davon! Lass es! Wahrscheinlich habe ich nicht mal so viel Zeit gehabt. Achso, okay, ja, das kann natürlich auch sein. So, was erhält jedes Mal plus 3 Angriff, wenn dieser Diener Schaden erleidet? Okay. Ich habe genau 10 Punkte. Okay, wir machen erstmal das. Ich ziehe 2 Karten.
ist das? Greif mal mit dem an. Ach, dann war's das ja schon. Nee, doch. So, der ist weg und mein Schweinchen ist auch weg. Da hat er gut überlebt und hat gut noch Damage austeilen können. Das war's. Ja, mir läuft die Zeit davon, ist in Ordnung. So. Ja, so langsam wird es jetzt bei mir ein bisschen kritisch, wie ich das alles hinhauen will. Ja, jetzt der Zug von mir jetzt war eigentlich ganz gut. Find ich. Ja, wow. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Jetzt kommt nicht viel, denn... Kampfschrei, zieht eine Karte. Nochmal, Kampfschrei, zieht eine Karte. Ja, sehr schön. Das Schaf bei dir. Und nochmal Kampfschrei. Hat jemand den Arzt gerufen? So, jetzt sind wir erstmal gleich. So. Ja, nicht mal lange. Also ich meine, der soll jetzt auch durchkommen. Jetzt nicht mehr, genau. So, Zug beendet. Genau, man kann auch, wie ihr seht, unsere Mana-Kristalle gehen gerade nicht mehr höher. Man hat immer dann pro Spielzug diese maximalen 10. Es sei denn, man hat diese Bonuskarte, dass man einfach in dem Zug einfach eine mehr hat. Aber die spielt man meist eh am Anfang, weil sie dort effektiver ist als jetzt am Ende. Na, wo willst du es hinmachen? Ja, ich wollte gerade sagen. Mehr leider momentan nicht möglich. Okay, wir machen das. Oh. Machen das darauf. Machen gespottet. 3 Schaden. Der Schiff mache ich auch. Wo soll freie Attacke hier. Bin ihr mein? Naja, das sieht sehr schlecht von mir aus. Ja, jetzt sieht es langsam tatsächlich eindeutig aus. Ja. Für Nasjata. Ich habe keine. Also? Ja, Feuerball ist natürlich echt episch jetzt. Ja, ich gebe nicht kampflos auf. Ja, richtig. Das ist ja, soll ja so sein. Lebig. Ah, noch lebst du, noch hast du 6. Ja, könnte eine letzte Runde sein. Könnte, das werden wir ja sehen. Ich meine, hast halt den Vorteil, du hast 2 Karten auf der Hand. Ich nicht. Vor der Macht, Sturmwind. Sehr schön, ich habe gewonnen. Dann. Ja? Ja, definitiv, weil ich kann ja direkt an deinem vorbeigehen. Ja. Warte, weil was können, machen wir es natürlich mit der Heldenfähigkeit. So, Leute. Das ist es. Jetzt sammelt man auch EP. Und ja, klick um fortzufahren. Was bekommt man eigentlich für Belohnung sonst? Man bekommt die EP. Ich glaube, das war sogar schon. Du bist eine Sau. Ja, ich bin böse. Du bist wesentlich höher, das zählt, das ist voll unfair. Ja, Mann, genau. Ja, ich habe halt alle Karten wirklich in dem Set und konnte es mir ein bisschen zusammenbasteln, wie ich das wollte. Ja, ich ja nicht. Sau, du. ja, eben. Gut. Ja, Leute, ihr habt es jetzt gesehen. Ich würde euch jetzt einfach einen kleinen Trailer reinschmeißen von, ich sag mal, von dem aktuellsten Patch, von der neuesten Neuerung sozusagen. Und dann hören wir uns einfach gleich bei der Bewertung wieder. Also, so sieht's aus. Ja, genau. Also, bis gleich. Bis gleich. Wohlan, ihr Helden, voran zum Ruhm. Erlangt im Wettstreit Legendentum.
Nehmt es mit edlen Rittern auf, furchtbaren Widersachern auch. Beweist euch gegen Ungeheuer auf Schritt und Tritt. Kühne Helden sind in den Reihen, gar Piraten auf Papageien. Auf dem großen Turnier. Leute, willkommen bei der Bewertung von Hearthstone. Ja, Daniel immer noch mit dabei. Er bewertet auch immer schön fleißig und verteilt Pinguine mal mehr und mal weniger. Und richtig. Ja, Daniel, fangen wir doch einfach mal an wieder mit dem Spielspaß und beginn du doch mal. Ja, dann beginne ich mal wieder. Ja, den Spielspaß. Stimmige Geschichte etc. pp. Kennen wir ja schon alles. Ja, was kann man da großartig zu sagen? Es soll ein Kartenspiel sein. Es ist eins. Definitiv. Ja, Einsteigerschutz. Man kann eine Kampfanforderung ablehnen. Man muss jetzt nicht unbedingt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das nachher mit den anderen Features aussieht, die sowohl Silvio als auch ich noch nicht frei hatten. Aber an sich, es soll ein Kartenspiel machen. Es soll ein Kartenspiel sein. Es ist eins geworden. Da kann man nichts mehr zu sagen. Eine Geschichte. Weiß ich nicht, ob es da dazu unbedingt eine großartige gibt. Ich lasse das Tutorial mal außen vor. Das kann nicht sein. Nicht unbedingt, dass das die Geschichte ist. Nee. Die Chancengleichheit zahlender, nicht zahlender Kunden. Ja, ich denke mal, die ist eigentlich relativ gut ausbalanciert. Man kann sich natürlich bei der Features da holen, aber man muss es nicht. Also man kann auch ohne recht gut, denke ich mir mal, seinen Gegner den Popo versohlen. Ich habe da tatsächlich ganze 8 von 10 verteilt, Pinguine, 2 Abzug. Ganz einfach, weil es halt Abwechslung nicht wirklich gegeben ist. Ja, ich habe da ein bisschen weniger verteilt. Ja, ich gehe erstmal die Punkte hier durch. Stimmige Geschichte. Ja, Geschichte hat es nur dann, wenn du im Spiel selbst diese Kurzstorylines verfolgst. Das habt ihr jetzt leider auch im Video nicht sehen können, aber das habe ich schon von den Spielen davor. Da ist halt einfach mal eine Frostgeschichte, bist halt auch so in so einem eisigen Wäldchen und so. Und dann klopfst du dich dort einfach mit den Gegnern rum. Ja, Game Balance, ja, es ist, ich sag mal, ich glaube da schon, dass es recht balanced ist. Das ist doch in Ordnung, es ist ein Kartenspiel. Man kann es sehr, ich sag mal, sehr schmal damit gehend hinhalten. Ja, Abwechslung und Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse durch die Level-Ups, die du mit deinen Helden machen kannst, kein Thema, sind da. Abwechslung hast du eigentlich nur, wenn du dein Deck änderst. Also das ist mir jetzt mal so aufgefallen. Oder halt durch diese 3-4 verschiedenen Modis. Das geht schon noch. Ja, wie auch immer, mein wichtigster Punkt, den ich habe, ja, die Chancengleichheit zahlender, nicht zahlender Spieler. Ja, wer donatet, ist einfach schneller am Ziel. Also völlig in Ordnung. Ja, stört mich nicht. Grundprinzipiell habe ich dennoch einfach nur, ich sag mal, nur 6 von 10 Pinguinen gegeben. Ja. Ich finde, es geht. Es ist überdurchschnittlich. Und im Schnitt zusammen mit Daniels Pinguin haben wir dann 7 Pinguine gesamt. Richtig. Ich denke, das lässt sich einfach mal noch sehen. Definitiv. Ja, kommen wir auch gleich mal nach dem Spielspaß zum nächsten Punkt, dem Interface. Und das Interface, ja, es ist einfach verständlich. Es ist übersichtlich. Und für mich ist tatsächlich bei diesem Spiel, ich habe wirklich, mir fällt jetzt auch gerade ehrlich kein Spiel ein, wo ich von der Menüführung her so schnell wieder zum Startmenü komme. Also bisher, also das, was mir aufgefallen ist, ich habe maximal 2 Klicks gebraucht und war wieder am Start-Interface, da wo ich sage, ich möchte spielen, ich möchte das machen. Ich kenne das von anderen Spielen nicht. Also das Einzige, was ich glaube, wo in der Spielesammlung, wenn man da ist, dass man da sogar 3-mal klicken muss, um wieder im Startmenü zu sein. Wenn das nicht so ist, dann fühlt sich das einfach so an und das ist genial. Richtig, es ist schnell erledigt. Richtig, definitiv.
Es ist übersichtlich, ihr habt es gesehen, ich habe es euch kurz gezeigt, was es gibt. Es gibt einfach nicht viel am Anfang zum Anklicken. Und ja, ihr findet, was ihr braucht. Es ist auch dahingehend verständlich. Es ist alles selbsterklärend vom Interface her. Deswegen, ja, es ist für mich trotzdem noch nicht voll ausgereift. Aber 8 von 10 Pinguinen, denke ich, ist für das Spiel in dem Bereich ein super Start. Ja, sehe ich definitiv nicht. Aber auch ich bin da gar nicht allzu weit weg von dir. Ich bin nur ein drüber, weil ich das eigentlich auch eigentlich recht gut eigentlich alles finde. Es ist sehr übersichtlich, es ist sehr verständlich. Navigationsstruktur, es ist wenig, aber dafür kurz und knackig halt eben. Dafür flattert 9 von 10 Punkte. Ja, da müssen wir leider wieder einen Pinguin halbieren. Wir kommen auf 8,5 Pinguinen. Für das Spiel ist das gut, für den Pinguin eher weniger. Aber was soll man machen? Richtig. Und da kommen wir zu den Funktionen. Daniel, mach mal. Ja, mach mal, mach Mut. Geht los. Ich mach dir gleich Mut, du. Ja. Ja. Ja, da haben wir unsere Kategorie natürlich Funktion allgemein, Funktionsumfang, Innovation und Account-Einstellung. Ja, Account-Einstellung, ja, was soll man großartig zu sagen, hat man einmal den Launcher Blizzard, kann man alles spielen, ohne sich großartig nochmal neu anzumelden. Also dahingehend kein Problem. Innovation, ja, wir haben hier ein Kartenspiel. Auch wenn es Funktion ist, es soll ein Kartenspiel sein, es ist ein Kartenspiel. Nichts an Innovation großartig. Es ist halt so. Funktionsumfang, so wie man sich ein Kartenspiel halt vorstellt, ne? Man hat Zauberkarten, man hat sogar einige Fallenkarten, gibt es sogar auch. Sind aber nicht so jetzt direkt ausgeschildert. Da muss man dann doch mal lesen, was deren Funktion ist. Ja. Ja, und halt eben Funktion allgemein, eben gerade schon drauf angesprochen, muss man halt eben mal ein bisschen lesen können. Ich bin von den Funktionen allerdings nicht ganz so begeistert gewesen. Gibt von mir halt leider nur eine kleine Gruppe von 6 Pinguinen von mir. Ich denke mal, bei Silvio sieht das vielleicht ein wenig anders aus. Ja, ein wenig sieht es anders aus. Ich habe 7 von 10 Pinguinen vergeben. Und für mich der tatsächlich größte Punkt an diesem Spiel, warum es einfach Abzüge gegeben hat, ist, für mich gehört zum Funktionsumfang dazu, dass ich meine Funktion voll gedeckt habe. Und ich finde, dass es einfach zu wenig Karten hat. Du hast für dein Heldendeck diese 20 Karten, die du dir freischalten kannst, was auch ziemlich schnell geht. Ich glaube, mit Stufe 10 oder so hat man die frei. Ja, und das halt, ich glaube, mal 9 Helden oder wie viel das gibt. Ja, und dann war es dann. Dann hast du noch ein paar neutrale Karten oder Booster-Pack-Karten. Aber irgendwie macht dieses Spiel für mich diese Wirkung, dass es einfach zu wenig Karten gibt. Ich kenne andere Spiele, die sind zwar leider pleite gegangen, also nehmen wir mal das französische Spiel Carte, was es damals gab, was ich sogar eine Zeit lang sehr, sehr aktiv gespielt habe, aufgrund dessen, dass es viele, viele, viele Karten gab. Mir kommt hier bei Hearthstone so vor, ich habe Deck mit Jaina und dann ist das Deck Jaina. Und bei KT zum Beispiel hatte ich Deck mit Held X und dann gab es aber noch Spielvariante 1, 2, 3, 4, 5 und das fehlt mir hier ein bisschen. Ich spiele auch, wie ihr ja von meinem Kanal sehen könnt, Pokémon, das TCG und ja, da gibt es auch Deck Burst, da gibt es Toxin-Leute, da gibt es Leute, die einfach langsam spielen, Leute, die darauf spielen, so lange zu leben, dass der Gegner einfach keine Karten mehr hat. Also es ist, mir fehlt es dahingehend ein bisschen, das, ja, also, weiß nicht, Blizzard, man hätte mehr machen können, ganz einfach. Ja, genau. Deswegen, trotzdem habe ich aber noch 7 von 10 Pinguinen gegeben, also wie gesagt, ne, und ja, es ist wahrscheinlich sogar positiv gedacht, so dass wir dann wieder auf 6,5 Pinguine kommen und ein halber wieder leiden muss. Wir nehmen einfach den halben von oben, da musst du nur einen Pinguin leiden. Richtig, genau. Ja, dann bin ich auch glücklich. Ein halbes Silvio, ein ganzes Silvio wieder mehr. Ja, genau. Nee, also wie gesagt, Funktion 6,5 für mich aufgrund der wenigen Karten und halt, ja, es geht besser. Definitiv. Ja, kommen wir mal zu was ich deutlich besser bewerten konnte, und zwar der Hilfe.
Ja, bei der Hilfe. Tutorial war da. Es gibt nur einen Punkt, warum ich das nicht so toll finde. Es ist so langwierig für mich gewesen. Ihr habt es im Video gesehen. Für mich war das nichts, aber wahrscheinlich auch nur aufgrund dessen, weil ich es ja schon mal gespielt habe. Das heißt, was halt der Punkt ist, warum ich das Tutorial auch nicht schön finde, ist, ihr habt die Schritte von 1 bis 6. In Schritt 1 ist es so, ihr kriegt irgendwas beigebracht. Dann wendet ihr das an. Ist ja prinzipiell gut. Man soll es ja lernen, wie es geht. So, jetzt kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2 bedeutet, ihr kriegt wieder was Neues beigebracht, wendet das an, müsst aber auch wieder das von Schritt 1 anwenden, was auch in Ordnung ist. Geht weiter mit Schritt 3. Ihr lernt wieder was Neues, wendet das von Schritt 2 und Schritt 1 an. Geht zu Schritt 4, lernt wieder was Neues und so weiter. So zieht sich's bis Schritt 6 durch. Dadurch, dass man ja wirklich viele der Sachen einfacher doppelt, dreifach, vierfach und fünffach macht, man hätte es eigentlich verkürzen können. Also Blizzard, seid so lieb und macht aus diesen 6 bekloppt langen Schritten, macht mal 3 draus. Das ist wirklich. Die Leute, die das Spiel spielen, sind auch nicht doof. Die wissen dann schon, wie das funktioniert. Ja, komm, das ist doch einfach so. Ich meine, man versteht es doch manchmal. Gut, vielleicht nicht beim ersten Mal, dann liest man nochmal nach, aber es reicht eigentlich. Ja, wir müssen auch Gut. zudem sagen, wir haben es schon vorab gespielt und wir haben Ja, extra genau. einen neuen Server genommen, um das richtig vorzustellen. Das heißt, für uns war das natürlich kein Neuland mehr. Richtig. Aber nicht, dass er denkt, dass ich jetzt deswegen das Spiel schlecht bewertet habe vom Hilfebereich. F's gehört ja noch dazu. Die Erklärung, die Tooltips, das Forum. Wer die Blizzard-Spiele kennt. Blizzard bietet offizielle Foren. Die bieten, glaube ich, auch eine Spielwiki. Und die bieten offiziellen Support. Und jetzt kommt aber der Punkt, warum ich sage, dafür kann nicht mal dahingehend Blizzard was. Und es ist die Community, die dahinter steht. Und die Community, die machen genau dasselbe nochmal. Die machen private Foren, die machen Hilfeforen, die machen Off-Topic-Foren, die sozusagen nur angekratzt was mit den jeweiligen Spielen machen. Die machen eigene Wikis, die geben auch noch selber Support, wenn da einer eine Frage hat. Und ganz ehrlich, was will man mehr? Richtig. Es gibt einfach dahingehend, und ich glaube, das zieht sich auch durch alle Blizzard-Spiele durchweg, dass es immer andere Möglichkeiten gibt, außer Blizzard zu kontaktieren. Und das ist schon echt genial. Also da haben sie, ich sag mal, ein kleines Imperium erreicht, was echt eine andere Firma erstmal nachmachen muss. Und man muss denen echt noch zugutehalten, die Ankündigung, man geht in einen Battle.net Launcher und die stehen immer da. Die sind gold markiert, egal in welchem Blizzard-Spiel. Also ich glaube, die sind überall gold markiert. Bei WoW weiß ich es nicht, weil das spiele ich nicht. Aber die anderen spiele ich, glaube ich, sogar alle. Daher, und die stehen immer so da, man ist eigentlich immer auf dem aktuellsten Stand in dem Spiel, was das Wissen angeht. Und das ist ehrlich gesagt Blizzard, Hut ab. Ja. Deswegen Hilfe. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt. Ich habe da 10 von 10 Pinguinen vergeben. Ganz klar. Hast du definitiv nicht gesagt. Jetzt wissen wir es. Gut. Wie gesagt, ich war da etwas skeptischer aufgrund des Tuts, definitiv. Weil es gibt überall einen Tut. Immer mal wieder. Gibt es immer und immer wieder. Aber ich finde das bei Hearthstone komischerweise, auch wenn es nur 6 Tuts in dem Sinne sind, finde ich das irgendwie zäh wie Kaugummimasse. Ich Ja. spiele ja auch StarCraft 2. Wenn man da das erste Mal in die Story anfängt, wird einem auch alles erklärt, so also ein bisschen was macht was, aber es bindet eher nicht es bindet, geht in den Spielfluss hinein. Und man muss sich großartig nicht viel dazu durchlesen oder sowas. Man bekommt gesagt, das und das machst du jetzt, dann weißt du, wie das und das funktioniert. So, kann man wegklicken. Das kannst du bei Hearthstone nicht. Das ist Richtig. schade. Und das ist das, wo ich dann sage, sorry, bei aller Liebe, da kann ich keine 10 geben, da gibt es nur 8. Ja, man ist halt, ja, man ist halt gezwungen, man muss es tun, es ist da. Ja, Leute, 10 plus 8 durch 2,
macht ganze 9 Pinguine. Und ja, wir schließen in der Kategorie Hilfe einfach mit 9 Pinguinen ab. Und ganz ehrlich, das macht 90% des Spiels. Das ist doch schon ganz top, würde ich sagen. Das ist ordentlich, definitiv. Ja, und weiter geht's dann auch schon mit der Community. So, in der Community, wie ich es ja auch schon in dem Schritt davor so ein bisschen angedeutet habe, da ist drin Interaktion zwischen Spielern, Anzahl an Spielern, Aktivität der Community im Spiel und außerhalb des Spiels. Über außerhalb des Spiels muss ich sagen, habe ich ja vorhin schon deutlich meine Euphorie gezeigt. Also ich finde das echt super, was die da machen. Das sogar Blizzard weit. Da kann ich mich gerade nicht mehr auf Hearthstone beschränken, weil es ist einfach überall so. Und das finde ich genial. Wer da andere Meinung hat, schreibt es bitte einfach mal ins Kommentar rein. Weil dann würde ich das gerne nochmal überprüfen, aber ich glaube, das ist tatsächlich überall so. Ja. Gut, wir hatten noch den Punkt Anzahl an Spieler und Aktivität der Community im Spiel. Was ist für mich wichtig beim Kartenspiel? Ich möchte, wenn ich das Spiel anmache, einfach sofort losrocken können. Kann ich das? Ja, es geht los. Deswegen ist für mich gar nicht so wichtig, wie viele Spieler das Spiel hat oder wie aktiv diese Community... gut, ja, im Endeffekt ist es ja schon wichtig, wie aktiv die ist, weil ich will ja gleich ein Spiel finden. Aber die Anzahl ist mir dahingehend wirklich völlig schnurz, solange ich ein Spiel finde. Ich sag mal so, ich spiele gerne dann solche Spiele, wenn ich weiß, ich gehe rein und starte. Ich will aber nicht erst eine Warteschleife von 10 Minuten haben, bis es bei mir einen Gegner gefunden hat. Das ist für mich dann völliger Schwachsinn. Dann weiß ich, es spielen nicht viele Leute, weil es ist ein One-on-One-Spiel. Es hat nicht großartig viele Modis, wo ich sagen kann, ey ja, die Leute spielen gerade alle den Modus. Ja, gut. Aber das hat's nicht. Deswegen ist es, ja, da, was fehlt mir eigentlich in dem Bereich? Ich habe ja gesagt, Interaktion zwischen Spielern. Es ist in jedem, wirklich in jedem Kartenspiel so, man tauscht sich Karten, man ertauscht eine Karte weg, die man nicht braucht, holt sich von dem natürlich dann eine neue, die man gebrauchen kann. Sowas fehlt mir hier noch. Aber ich glaube, das ist einfach auch dem geschuldet, dass es hier so, ich sag mal, unflexible Karteninhalte gibt. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber... Ja. Gut, kann man jetzt sich drüber streiten. Aber ich denke mal, was noch wichtig ist, trotz seines kleinen Mankos hast du schließlich noch 10 Punkte verteilt. Ja, ich habe noch 10 Punkte verteilt. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, hat halt auch mit dem Punkt davor zu tun durch die Community. Das ist da für mich das absolut Ausschlaggebendste, was da extern ist. Da kann alles andere scheiße sein, ganz ehrlich. Aber wenn da die Fans, also die Leute, die Spiele spielen, vollkommen dahinter stehen, ganz ehrlich, Blizzard, dann habt das richtig gemacht. Geht gar nicht anders zu sagen. Es ist top. Ja, gut. 10 Pinguine, wieder ganze 10. Ach, ja. Das ist so. Wie gesagt, ich muss dazu allerdings sagen, ich bin da etwas anderer Meinung als Silvio. Das heißt, wir werden definitiv heute mal auch im Thema Community einen Pinguin köpfen. Nein! Ich habe nämlich nur 7 verteilt. Ich erkläre jetzt auch gleich gerne warum. Ich, wie gesagt, habe vorhin auch schon erwähnt, dass ich zum Beispiel StarCraft 2 spiele. So, wenn man da natürlich sich eingeloggt hat, hat man sofort rechts diverse Spieler, die zum Spielen bereit sind. Und da sieht man das sogar richtig aktiv auch im Spiel, wie viele Spieler da gerade online sind und community-technisch. Das ist dann natürlich alles eine Spur höher. So bin ich, was Blizzard betrifft, eigentlich ein Standard gewohnt, dass man halt auch gleich so von vornherein sieht, alles klar, hier läuft gerade, hier rockt gerade der Fels durch die Gegend. Hier geht's ab für Partymeile wie, jetzt komme ich gerade auf den Namen da hinten, auf Ballermann. Ne? Aber wie gesagt, deswegen auch nur 7, da ich da ein bisschen, ja, diese Interaktivität oder diese...
Mir fehlt jetzt kein direktes Chatfenster oder sowas. So Worldspeak oder sowas. Sowas gar nicht. Aber dass man so vielleicht irgendwo hätte mal einbauen können. So einfach irgendwelche random Spieler einmal mal rechts reingeklickt, weißt du. Und noch so ein kleiner Battle-Modus hier einfach. Ach, scheißegal. Ich weiß nicht, was für Karten er hat. Ich hau mal rein, weil ich gerade Bock drauf habe. Das wäre noch ganz geil gewesen. Deswegen halt eben nur 7. Und wenn ich das jetzt mich nicht verzählt habe, sind wir bei 17 Pinguinen. Das heißt, wir haben hier einen Schnitt. Im wahrsten Sinne des Wortes von 8,5 Pinguinen. Das tut so weh, aber ja, es ist richtig. Ja, mal wieder ein halber Pinguin. So, ich möchte jetzt gerne den Text anfangen, weil da gibt es ein kleines bisschen zu sagen im Vorab. Ja. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil Silvio hatte aus Versehen einen klitzekleinen, ich nenne es beim Blackout. Er wollte am Anfang dem Text 6 von 10 Sechs Punkten von zehn geben. Punkten geben, ja. Da habe ich gesagt, sag mal, brennst du? Ich sage, da ist doch alles da. Das wird doch alles richtig formuliert. Das steht doch alles da. Man liest sich jetzt nicht pro Karte durch 20 Seiten Wiki. Also, da steht dann, die Karte macht das und das, das macht das und das und das ist dies und jenes und das ist jenes und jenes. Das ist doch alles tippitoppi floppi hier. Das läuft wie im Haribo-Land hier die Haribo-Bärchen durch die Gegend laufen. Ja, mein Haribus. Rule. Ja, vote for Haribo. Ja, genau. Und hat selbst Silvio gesagt, Daniel, du hast recht. Ich sage, alles Klärchen. Weil wir kommen hier tatsächlich zum allerersten Mal oder beziehungsweise sehr selten gesehen bei uns, tatsächlich auf eine einzige Zahl. Und zwar auf glatte 10. Und zwar bei Ja. beiden. Ja, Maximumbewertung. Ja, wie gesagt, ich habe absolut bei den 6 Punkten meine Geistesgegenwart verloren. Es ist wirklich alles stimmig. Es ist verständlich. Die Formulierungen sind einfach da, so dass man es verstehen kann. Auch als, ich sag mal, absoluter Vollnappel oder was auch immer. Also, Kinderpilz! ja, die Vollnappels, Mann. Ja, nee, also es ist echt absolut verständlich. Deswegen 10 Punkte. Da bleibt echt nichts Da bleibt kein Auge übrig. trocken. Ja. Also auch, wir lassen auch die Pinguine ganz, das freut mich ja besonders. Ja. Und ja. Voller Schwarmpunkte, du. Ja, übel. Ja, würde ich einfach sagen, mit einem 10-Punkte-Pinguin-Text gehen wir weiter zur Optik. Richtig. Da wurde es nämlich, ja, wie soll ich sagen, es wird nochmal schlechter. Aber ich meine, Richtig. besser werden kann es ja eh nicht mehr bei 10. Nee, da hast du recht. Ja. ja. Ich habe da einfach mal, wir unterhalten uns natürlich vorab immer schon, wie wir was bewertet haben, damit wir unsere Gedanken mal kurz austauschen können. So hat am Anfang gesagt 10. Ich musste allerdings nach rechtlicher Überlegung, musste ich natürlich sagen, nee, nein, das kann ich mit mir nicht vereinbaren in der Optik. Ja. Da fehlt es mir doch ein wenig und ich erkläre auch gerne, warum. Und ich denke mal, Silvio wird nachher das ein oder andere auch noch dazu sagen, aber ich denke mal, er wird groß und ganz definitiv mit mir nachher übereinstimmen. Ja, ich lasse die Qualität aus gewissen Gründen, nutze ich es erst zum Schluss. Das heißt, ich fange erst mit der Einheitlichkeit, Stimmigkeit, Effekte und Individualisierbarkeit an. Mit Musikeinlage ist doch geil. Richtig, kleiner Rap für zwischendurch. So, also Stimmigkeit, Einheitlichkeit, habe ich schon diverse Male gesagt. Es ist ein Kartenspiel, es soll ein Kartenspiel darstellen. Es zeigt es definitiv an. Effekte. Spärlich, aber vorhanden, definitiv. Ich hätte mir gerne das ein oder andere mehr gewünscht, so ein bisschen schöner in Szene gesetzt. Individualisierbarkeit in der Optik. Kann man seine Kartendecks machen? Ja, definitiv. Also von den Rückseiten her, das geht tatsächlich. Dann kann man zum Beispiel, wie Silvio und ich ja eindrucksvoll demonstriert haben, nämlich von Heroes of the Storm das Kartendeck bekommen. Also Ja. die Rückseite. Also das geht tatsächlich, aber das ist wohl eher mitunter was für Donator. Außer halt das Deck. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zur Qualität. Ich hätte mir doch das ein oder andere Leckerbissen noch gewünscht. Ich meine, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, einer der ersten Yu-Gi-Oh!-Teile. Alleine, wenn ich noch die Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mir denke, das erste Yu-Gi-Oh! Für die Ja. PlayStation 1, da hattest du die Option, dass du in den Real-Kampf gehen kannst, in den animierten Kampf.
sowas hätte ich mir bei Blizzard eigentlich eher gedacht, dass sowas eher da reingefügt wird, weil, wie gesagt, StarCraft 2, WoW, Grafik sollten sie eigentlich ohne Probleme hinbekommen. Fehlt nur leider. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Sowas hätte ich mir ganz gerne gewünscht. Deswegen gibt es eigentlich von 10 nur noch 8 Pinguine von mir. Und ich denke mir mal, ja, Silvi hat da bestimmt auch noch das eine oder andere zu sagen. Ja, also, Ich bleib auch mal, was für mich auch noch ein Punkt ist, ist bei der Individualisierbarkeit. Ja, man hat diese Möglichkeit, ich sag mal, Deckrücken andere zu nehmen. Ich habe tatsächlich wirklich nur durch dieses Heroes of the Storm dieses eine gesehen. Und alles andere ist mir jetzt nicht aufgefallen. Wenn es da noch ganz viele mehr gibt, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Dann würde ich es auch glatt zurücknehmen mit der Einstellung. Würde an meiner Bewertung nichts ändern, weil die hat einen anderen Grund. Aber für mich ist es so, wie ihr wisst von meinem Kanal, ich spiele Pokémon. Und ihr habt es auch schon gesehen, von der Individualisierbarkeit her, ihr könnt eine andere Münze wählen, ihr könnt verschiedenste Deckrücken nehmen, könnt euch das alles auch erspielen, aber ja, da fehlt es mir tatsächlich einfach in diesem Spiel, dass man da mehr machen kann. Das kann ich bei eigentlich fast allen Kartenspielen, die ich kenne, mit deutlich mehr Optionen machen. Das ist für mich tatsächlich der Punkt, wo ich sage, ja, es ist trotzdem individualisierbar, es ist gegeben, wie gesagt, dieses tolle Gimmick durch Heroes of the Storm, einfach diesen Kartenrücken geschenkt zu bekommen. Wer es alles weiß, Heroes of the Storm ist ja auch kostenlos, also ist es für jedermann was, weil es einfach nur mit bisschen Aufwand zu sehen ist, aber es ist in Ordnung. Ja, Effekte, Einheitlichkeit, Stimmigkeit ist meines Erachtens gegeben. Und jetzt auch bei mir zum Schluss der Punkt Qualität. Ja. Liebes Blizzard-Team. Strengt doch mal bitte eure Köpfe an. Was habt ihr rausgeschmissen? Warcraft 3. World of Warcraft. Ihr habt rausgeschmissen. Gut, Heroes of the Storm können wir nie erwähnen, weil das kam später. Diablo. Schon 2 war... Hätte mit dem Standard von 2 hätte man wahrscheinlich schon ein richtig geiles Kartenspiel machen können. Aber Diablo 3 und StarCraft. Leute, ich finde das echt lustig, ja. Blizzard hat die Möglichkeiten da, Programmierer, Techniker und jeglichen Scheiß. Und was machen sie? Ein Kindergartenspiel. Ja, ganz ehrlich, also. Ich meine, da könnte ich mich persönlich aufregen, wenn man Ressourcen da hat, die man nutzen könnte. Das kostet die nicht die Welt, weil die Programmierer sind eh bezahlt, weil WoW, Diablo und so weiter immer alles am Laufen ist. Gut, kann zwar sein, dass das andere Programmierteams sind, das ist ja auch alles schön und gut. Aber Leute, denkt doch mal nach, ihr haut Spiele raus mit grafischen Leistungen. Gut, WoW jetzt mal abgesehen, das ist jetzt nicht so meine Sparte, wie ich es finde, aber... Und dann haut ihr Hearthstone hin mit einem Kartenschmeißspiel. Wo ich mir echt denke, ach Leute, ja, Daniel hat es auch gerade schon gesagt, bisschen 3D, bisschen cooler. Man kann es doch machen. Richtig, Ressourcen sind da. Ja, Leute, denkt dran, macht das mal. Gut, ihr werdet es eh nicht mehr umsetzen, weil es ja eh schon, ich sag mal, dahingehend vorbei ist. Aber wie ich mir das halt denke, kommt einfach in dem Punkt Zugänglichkeit nochmal was, warum ich erkläre, warum das vielleicht gar nicht so doof ist. Aber wir haben die PC-Edition gespielt und für die PC-Edition ist es nicht gut. Nee. So, trotzdem zur Bewertung. Ich habe 6 von 10 Pinguinen gegeben. Ich denke, das ist bei weitem genug. Und... Ja, zusammen macht das halt mit Daniels Bewertung 7 von 10 Pinguinen. Und ja, ich gebe mich damit zufrieden. Es könnte eigentlich deutlich schlechter bewertet sein, aber es ist jetzt in Ordnung. Ja. Muss man jetzt mal so lassen. Definitiv. Ja, würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Punkt, wo ich mich eher weniger aufregen kann. Weil ich mich genauso weniger. Eben, das läuft einfach.
Ich nehme es mal vorweg, wir sind jetzt beim Sound und Daniel und ich haben beide jeweils 10 Punkte gegeben. Was bewerten wir beim Sound? Wir bewerten die Qualität, dass es zum Ambiente stimmig ist, die Lautstärke, dass man den Sound regulieren kann und dass man den Sound individuell, also dahingehend individuell gestalten kann. Ja, das ist einfach alles gegeben. Ich kann sagen, ey, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Mucke, weil die mir tierisch gerade auf den Kranz geht und mach einfach meine eigene Musik an. Geht, kann Sound ausstellen. Ich kann den Sound leise im Hintergrund düdeln lassen, so wie ich es im Video gemacht habe, weil ich finde das immer sehr angenehm. Und ja, es ist durchaus machbar, es ist alles da. Also, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas ergänzen? Gibt gerade nicht wirklich viel, was man dazu noch ergänzen könnte. Wie gesagt, ja. Wie du schon sagtest, alles ist da. Die Soundeffekte von Zaubern oder von Kampfgeräusche etc. ist alles da. Und gesagt, wir hatten auch schon Spiele mit wesentlich weniger Sound. Ja, bis gar kein Sound. Richtig, da könnte man sich gerne mal das vorherige Video angucken. Da kommt dann da mal raus, dass es auch mal 0 Punkte Sound gibt. Ja, was man ja, mag das kaum glauben. Man muss sagen, es gibt Spiele, da darf 0 Punkte Sound völlig in Ordnung sein. Aber bei dem Spiel, ja. Was Hosse, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht, ich buchstabiere euch das mal, howrse.de ist, dort könnte man Sound einbauen. Dort wäre es wichtig. Es gibt Browser-Games, da braucht man das nicht. Und Hearthstone ist jetzt kein Browser-Game, es ist ein Client-Game, aber top. Einfach top. Es ist stimmig. Läuft. Richtig, sehe ich ganz genauso. Deswegen volle 10 von 10 Pinguinen und zwar von beiden. Ganz genau. Ja, kommen wir doch mal zum Punkt Zugänglichkeit. Daniel, schieß mal los hier. Ja, Zugänglichkeit. Wir haben natürlich unsere Liste ein bisschen kürzen müssen, weil spielen mit allen aktuellen Browsern. Gibt es in dem Fall nicht. Es läuft hier über den Blizzard-Klienten. Also kein Problem. Spielen auf verschiedenen Plattformen. Dazu wird definitiv nach Herrn Silvi noch gerne was zu sagen. Ja. Und spielen mit verschiedenen Bildschirmauflösungen. Da Silvi und ich auf zwei verschiedenen Auflösungen spielen, können wir definitiv dazu sagen, läuft. Bei jedem. Richtig. Wie gesagt, Zugänglichkeit ist daher sehr top eigentlich. Jetzt werde ich natürlich Silvio wieder ein bisschen zum Heulen bringen, weil das wird definitiv ein halber Pinguin werden. Das heißt, es freut den Silvio nicht so ganz. Aber wie gesagt, Zugänglichkeit ansonsten echt top. Gibt selten Plattformen, wo ich sagen muss, das geht gut. Aber doch, hier geht's wieder super gut. Ich habe 9 von 10 ausgegeben und denke mal, Silvio hat bestimmt das ein oder andere auch noch dazu zu sagen. Ja, erstens, wir müssen uns ein bisschen verändern, dass wir nicht alle Pinguine köpfen müssen, weil die sind toll. Zugänglichkeit. Wir haben ja da die Punkte, einmal, ich fange mal an mit der Größe des Clients. Ja, wie ihr seht, was bietet Hearthstone schon, was großartig viel an Speicher frisst? Da ist nicht viel. Es ist natürlich was da, das ist in Ordnung, das geht schnell. Es ist super leicht erreichbar durch den Battle.net Launcher. Was will man dahingehend mehr? Verschiedene Bildschirmgrößen hast du ja schon gesagt. Und ich selbst kann auch noch sagen, im Spiel, ich möchte jetzt mit der Auflösung spielen. Also das ist völlig anpassbar. Also da habe ich überhaupt keine Probleme. Ja, was ist jetzt das, was mich persönlich beeindruckt hat? Ich habe ja gesagt, bei der Optik, von der Qualität her, dass es da Punkte gibt, wo ich sage, ey, scheiße, ist doch totaler Mist hier, was ihr gemacht habt. Aber, jetzt kommt der Punkt, der mit dem großen Aber. Blizzard, dickes Lob, richtig dickes Lob, weil das habt ihr geil gemacht. Dieses Spiel, es hat zwar lange genug gedauert, ist mittlerweile spielbar. Auf dem iPad. Es ist spielbar. Auf dem iPhone. Zwar erst ab der gewissen Version, aber egal, es geht. Und ich habe extra noch, weil ich nicht wusste, dass das mittlerweile geht, gegoogelt und gesehen, man kann Hearthstone sogar mittlerweile auf einem Android-Gerät spielen. Was jetzt ein Windows-Phone macht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich mittlerweile auch gehen. Hätte es das damals bei mir gegeben, würde ich es wahrscheinlich jetzt noch spielen. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, für mich ist so ein Kartenspiel immer mal was für auch unterwegs.
Und das hat mir einfach damals gefehlt. Deswegen von der Zugänglichkeit her echt geil. Also ich habe da 10 von 10 Pinguinen gegeben, weil ich denke, das haben sie richtig gut gemacht. Es ist, ich sag mal so, es kann jeder spielen. Du brauchst ja nicht mal einen PC dazu. Du brauchst halt einfach nur deinen. Ich glaube, für iPhone und so brauchst du, glaube ich, nicht mal deine Battle.net-Zugangsdaten. Ich glaube, das läuft dann als Standalone sogar. Aber ja, da will ich jetzt mal nichts Falsches sagen, das müsst ihr selber schauen. Aber ich weiß, dass es geht. Und ich habe es auch schon ausprobiert auf dem normalen iPhone. Und es geht. Es geht gut, man kann spielen. Ist halt natürlich vom Bild her ein bisschen kleiner, aber damit muss man dann halt leben. Dafür kann man mobil unterwegs sein. So sieht's aus. Deswegen, Blizzard, top. Das habt ihr echt gut gemacht. Ja, gut. 9 und 10 macht 19. Wir müssen wieder einköpfen. Nein, 9,5 Pinguine. So sieht's aus, aber... Ach, der Arme. Aber von 9,5 Pinguine bei Zugänglichkeit, gibt einige Spiele, die haben das nicht mal halb so viel. Richtig, also das muss man tatsächlich festhalten. Also das ist immerhin top, kann man nicht sagen. Und dann kommen wir natürlich zu unserer 10. Kategorie und gleichzeitig letzten und meistens auch zu unserer schlechtesten Kategorie. Außer, man mag es kaum glauben, ein Spiel davor. Man mag es kaum glauben, die Einzigartigkeit. Es ist tatsächlich, ich hätte es nie gedacht, dass es sowas gibt. Aber doch gibt es. Hosse.de, solltet ihr euch angucken, dann wisst ihr, warum wir davon immer noch, ich sag mal, nicht fasziniert sind, warum es so einzigartig ist. Denn ich bin irgendwo froh, dass es einzigartig ist. Ja, ey, das ist so. Ja. Ich hoffe, man hat meinen gewissen Hohn gehört. Ja, schaut euch das Spiel einfach an in dem Video, was wir hier auf meinem YouTube-Kanal drauf haben. Dann wisst ihr, warum. Ihr werdet euch zereimern. Definitiv. Richtig. Aber wir kommen wieder back to the roots hier. Einzigartigkeit für Hearthstone, ja. Einzigartigkeit Vorreiter. Es ist ein Kartenspiel, wie schon angekündigt. PS1-Spiel Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Eins der ersten Kartenspiele, die auf Fernseher lief. Und davor gab es Pokémon, das Trading Card Game. Kein Thema. Da gab es Yu-Gi-Oh! Ebenfalls. Es ist definitiv kein Vorreiter. Es ist nicht einzigartig. Ich meine, die hätten was machen können. Um Gottes Willen. Das hat eindrucksvoll ein ganz besonderes Spiel von Blizzard jetzt gezeigt. Heroes of the Storm. Wie einzigartig und genial ein Spiel sein kann, was einfach mal alles zusammenwürfelt und daraus einen Action-Brawler macht. Also wo richtig, richtig auf Mütze gibt mit Strategie und hast du nicht gesehen. Das hätte ich mir zu Herzen gewünscht, dass sie das da dahingehend individualisieren. Weil es ist doch alles da. Diablo ist 3, WoW ist da, StarCraft ist da. Anstatt dass sie denn daraus, ich sag mal, ein Kartenspiel machen, was dementsprechend dann unsere Bewertung wahrscheinlich um einige Pinguine nach oben hätte treiben lassen können, haben sie einfach ein Kartenspiel gemacht, was es schon gefühlte 30 Milliarden Mal schon gibt. Ey, Leute, es gibt sogar My Little Pony Kartenspiel, ja. Ja. Da muss man Probleme lösen. Ja, das wäre eins der Probleme wahrscheinlich. Wie löse ich bei Blizzard das Kartenspiel richtig? da ist so viel Potenzial drin, dass es wirklich noch richtig schön einzigartig hätte werden können und vor allem Vorreiter werden können. Da hätten das richtig geile Punkte abstauben können. So leider Gottes, wie es jetzt aktuell ist, muss ich ganz schön viele Pinguine abziehen und Silvio wird mich wieder hassen, weil wir die andere Hälfte vom oberen nämlich nochmal mitnehmen müssen. Ja. Da gibt es nämlich nur 5 von 10 Pinguinen von mir. Ich denke mal, Silvio hatte bestimmt auch noch so das ein oder andere negative Wörtchen da anzurichten. Ach Mensch, du nimmst ja gleich mal die Spannung weg. Ja, ich nehme auch glatt mal meine Bewertung vorweg, weil ich sag dir einfach mal und lass mich dann einfach mal so richtig aus. Ich gebe 4 von 10 Pinguinen. Wir haben dann im Schnitt 4,5 von 10 Pinguinen. Das ist meines Erachtens deutlich genug in dem Bereich.
liebes Blizzard-Team, Leute, denkt mal nach. Ihr habt Heroes of the Storm aus nichts geschaffen als MOBA und habt ein richtig geiles Konzept gemacht. Leute, die alte Spiele von Blizzard spielen, wurden angesteckt dazu, dieses Game zu zocken, weil einfach die Charaktere wieder da sind. Ich habe Warcraft 3 gespielt, also The Frozen Throne. Und da ist ein Illidan drin. Und Illidan ist für mich der Char gewesen. Was mache ich natürlich bei Heroes of the Storm? Ich nehme mir meinen fucking Illidan und renne mit dem rum, ob mir das gefällt oder nicht. Es ist Illidan. Ja? Dann spiele ich den auch. Einfach, weil ich den kenne und weil ich den spielen will. Und so geht das anderen Spielern, die WoW gespielt haben, die Diablo gespielt haben. Die machen das einfach, weil die einfach in der Historie da sind. Ja, das ist sozusagen deren Gaming-Biografie. Und ihr macht das bei Hearthstone so, dass so ein kleiner, verschissener Murloc aus WoW da ist und kein größerer Bezug da ist. Richtig, wie geil wäre es gewesen mit Jim Raynor zum Beispiel oder einem Space Marine oder sonst irgendetwas. Um Gottes Willen, Leute, da war Potenzial ohne Ende. Ihr hättet euch nur mal die Stammbäume aus den Zirkeln nehmen müssen. Einen kleinen Zirkling, so eine Einserkarte draus bauen. Ja. Kein Thema. Weißt du, da könnten wir uns wahrscheinlich bis morgen früh nur aufregen. Was tatsächlich ist es einfach, wäre. Ja, tatsächlich ist es einfach so, Blizzard, ihr habt ein richtig standardes Random-Game hingeschmissen. Ja. Ihr seid die Einzigen, die die Rechte an euren Charakteren und so weiter haben. Gut, die Tochterfirmen von Blizzard, falls es da welche gibt, oder Nebenfirmen, die haben das ja im Endeffekt genauso. Aber ey, ihr hättet das nutzen können. Ey, wie gesagt, bei Heroes of the Storm, da habt ihr das gemacht. Gut, Heroes kam später raus, das ist klar. Ihr werdet es jetzt auch nicht mehr ändern. Aber es war für mich halt wirklich so, deswegen auch einzigartig ist es nicht mehr dadurch. Es wäre für mich wirklich einzigartig gewesen, hätten sie dieses Universum wieder zusammengeschmissen. Die haben es ja auch gemacht, dass du den Kartenrücken von Heroes dazu kriegst. Was ja auch ganz lustig ist, ne? Durch das Spiel ist mir aufgefallen. Überall kriegst du in jedem Spiel, also in Diablo 3, kriegst du so eine Fahne, die du dir an Popst stecken kannst von Heroes of the Storm. Bei Hearthstone kriegst du den Kartendeckel, aber bei Hearthstone kriegst du, gut, okay, doch, bei Hearthstone hast du sogar Diablo geschenkt gekriegt, wenn du Diablo 3 besitzt. Ja, schön, bei Hearthstone kriegst du aber einen Deckel. Und was für ein Deckel? Ja, aber wäre es wirklich so gewesen, dass es so wirklich so straight edge Blizzard gewesen wäre, würde ich sogar 8 von 10 Pinguinen geben können. Ja. Aber Leute, ihr habt es dahingehend echt verkackt, da spiele ich bessere Spiele, aber deutlich bessere Spiele. Oh ja. Weiß nicht. Wie gesagt, wir nehmen einfach Pokémon Yu-Gi-Oh! Die Karten, das gab's, ich sag mal, weit vorher. Aber ihr habt so gute Vorbilder da gehabt. Ja. Und ich meine, fahrt eine Linie und dann läuft der Spaß. Richtig. Wie gesagt, ich könnte mich immer noch aufregen, ja? Also, ja. Mit Heroes of the Storm, ich meine, es ist wirklich frischer, hat's doch super geklappt. Das kam geiler an, als ich eh erwartet hatte. Vor allen Dingen, dann hat er nicht nur einen Charakter aus jedem Franchise, es waren ja ein paar mehr. Ja, man hatte ja auch noch Variationen. Es ist also, wenn man danach geht, für jeden was dabei. Und vor allem hättet ihr die Möglichkeit gehabt, dadurch einfach dieses Universum noch mehr aneinander zu verknüpfen und Leuten zu zeigen, was ihr noch gemacht habt. Was ich zum Beispiel nicht kannte, war, habe ich auch erst durch Heroes of the Storm kennengelernt. The Lost Vikings. Ja, das ist ein Spiel. Ich liebe die Charaktere, weil sie cool waren. Und dann habe ich natürlich gesucht, was das für ein Spiel ist. Ja, ein 2D-Plattformer, ein Space-Shooter. Richtig. Ja, und ich kannte es nicht. Daher, ich auch nicht. Dann schaut man ja mal nach. Ja, ein Game. Und ganz ehrlich, ein kleiner fucking Murloc. Ja. Die einzige Verbindung, die ich gerade auf die Schnelle gesehen hatte, zu einem, wir glauben WoW, wir glauben, dass das dahin gehört. Von Murloc könnte rein theoretisch auch aus dem Diablo-Universum kommen. Meinst du aus Diablo? Ich hätte es dann jetzt... Ja, ich keine bin, Ahnung, Leute. Wenn ihr das wisst, schreibt uns das dazu. Aber, ja. Nee, also Leute, Blizzard.
Da wär mehr gegangen. Um einiges. Es ist nicht einzigartig. Ja, ich würde sagen, wir beenden den Hate hier mal im Bereich Einzigartigkeit. Bevor wir noch weitermachen. Ja, bevor es noch weitergeht und ins Sinnlose ausartet. Richtig. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal kurz eine Kleinstatistik für euch. Und zwar, ich habe 81 von 100 möglichen Pinguinen vergeben und Daniel 80 von 100 möglichen Pinguinen. Was macht das im Gesamten? Im Gesamten macht das 161 von 200 möglichen Pinguinen. Und im Durchschnitt, damit wir wieder unsere Bewertung haben, wie sonst auch immer, macht das 8,05 von 10 Pinguinen. Was wiederum bedeutet 80,5% als Bewertung. Und ganz ehrlich, welches Spiel bietet das schon, was wir getestet haben derzeit? Gut, es ist jetzt gerade mal das dritte, aber es ist jetzt auch mit das Beste. Momentan bin ich das definitiv Platz 1. Wir haben das allererste Spiel, das war Anno Online. Das hat meines Erachtens, weil ich noch weiß, mit 7,5 abgeschnitten. Soweit ja, irgendwie sowas war das gewesen, ja. Also von dem her, selbst wenn Horse die Einzigartigkeit wie sonst was hat, es war das schlechteste Spiel, was wir bis jetzt gespielt haben. Ja, das war... Und wir haben da sogar einen Kommentar bekommen, dass wir es hätten noch schlechter bewerten sollen. Ja, da seht ihr also wie groß... Also schaut es euch an und dann werdet ihr wissen, dass wir eigentlich sehr human mit dem Spiel umgegangen sind. Richtig. Und wie gesagt, jetzt hier natürlich bei Hearthstone, wie gesagt, die haben vieles richtig gemacht, definitiv, aber... Da ist noch Luft nach oben. Aber deutlich. Wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, es wird sich nicht großartig viel ändern. Aber wir können es euch ja sagen. Richtig. Vielleicht ist einer von euch ja mit einem Blizzard-Mitarbeiter befreundet. Der schickt ihm den Videolink. Vielleicht ändern die denn was. Ja, wer weiß. Naja, gut. Ihr kennt jetzt unsere Bewertung und nur nochmal so als kleiner Abschluss. Hearthstone ist definitiv ein Spiel für die Leute, die das System so wie das ist toll finden. Das, wir wollen schlecht reden, kann man das Spiel nicht bei der Bewertung, das funktioniert nicht. Würde ich auch gar nicht machen, weil das ist es nicht. Es gibt nur ein paar Eckpunkte, die ich nicht toll finde. Aber es ist immer noch auf dem Markt. Also es ist definitiv, hat seine Community. Und es ist ja auch toll. Und für Kartenspieler, die das System so mögen und ein bisschen den... Warcraft-Freund in sich haben, für die ist es einfach trotzdem ein Top-Spiel. Ja, es klar. Ist einfach für mich nicht meins, weil ich halt mit anderen Kartenspielen halt, ich sag mal, lebe, wie ihr ja auf meinen Kanälen auch sehen könnt. Ja, das stimmt. Deswegen. So, was klein, noch eine Klitzekleinigkeit haben wir denn noch? Gibt noch eine Kleinigkeit? Das hier ist Aufnahme 2 von uns. Ja. Wir hätten das schon lange fertig haben können. Wir haben alles fertig gemacht. Wir haben gedacht, Mensch, geile Aufnahme. Echt top, ey. Heute haben wir richtig geil den Shit gerockt. Dann kommt dann Silvius Programm und sagt, nicht mit mir. Und weg war das Video. Ja, also... Wir haben das gefeiert. Er ist auf Toilette gegangen und hat My Little Ponys in Reihe gekotzt. Ja. Ich war auch nah am Verzweifeln. Ich habe echt gedacht, du willst doch jetzt echt noch eine Aufnahme machen. Aber hey, wir haben es gemacht. Wir haben es so professionell, wie es uns noch möglich war, mit dem Hate, den wir gegen das Programm noch in uns trugen, trotz Haribo nicht vernichten konnten. Ja, Haribo macht glücklich. Also ja. Sollte es machen. Das ist keine Werbung, das ist einfach nur Effekt bei mir. Richtig, ist mein Karteneffekt. Bei Silvio auf der Karte steht da, mit dem Item Haribos wird er glücklich. Lack plus 1. Das ist natürlich auch was, wie gesagt, das wollten wir unbedingt euch nicht vorenthalten, dass wir hier den zweiten Versuch starten, weil wir haben uns erst so übelst aufgeregt, wie Sau, das war Rage pur, nonstop. Und was kam nach dem Rage? Purer Verzweiflungslachen. Ja. Wir kamen nicht mehr aus dem Lachen raus. Weil es einfach so dumm und stupide einfach war, dass wir das, dass es einfach nicht gespeichert hat. Ah. Ja, also falls euch auch aufgrund dessen irgendetwas hier drin fehlt in diesem tollen Video, schreibt es in den Kommentar rein, dann machen wir noch ein kleines Mini-Video dazu. Oder ich gebe direkt eine Antwort,
wir sind da völlig offen und machen das auch. Auf jeden Fall, kein Thema. Ja, und wenn er jetzt auch noch Bock hat, bleibt er noch kurz mit dran. Dann machen wir noch unser Pinguin-Special und dann hören wir uns ja gleich nochmal wieder. Auf jeden Fall. Also, bis gleich. Bis gleich. So, hi und willkommen zum Pinguin-Special. Ja, tada, es gibt tatsächlich für das letzte Video einen Gewinner. Und der Gewinner, der macht das sogar halb richtig. Er hat im Horse-Video Pinguin-Spezial 01 angegeben, was zwar falsch ist, sie sollten 02 angeben. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Joshua Werner, du bist Sieger, du bekommst einen CD-Key. Ja, und Daniel wird mir jetzt einfach mal eine Zahl sagen. Ich habe hier drei CD-Keys. Und Daniel wird mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 3 sagen und dementsprechend wird es dann auch das jeweilige Spiel werden. Also Daniel, schieß mal los. Sag mir eine Zahl. Jo, liebend gerne. Ich denke mir mal, er wird bestimmt mit der 3 sehr zufrieden sein. Mit der 3, okay. Die 3 ist bei mir in der Liste. Ich schieb's gleich mal weg von hier, damit es wirklich raus ist. Ist Outland die Special Edition. Joshua, darauf kannst du dich jetzt freuen. Ich hoffe, dir wird's gefallen. Ich kenne das Spiel dahingehend tatsächlich einfach gar nicht. Und ich hoffe, du kannst damit ein bisschen was anfangen. Und wenn nicht, ja, dann hast du es halt gewonnen. Richtig. Ja, kommen wir doch mal nebenbei zum neuen Pinguin-Special. Wir verlosen wieder 3 CD-Keys. Wir haben sie ja da. Es sind dann wieder 3 Random-Keys. Wir machen es genauso wie jetzt gerade mit Daniel. Ich habe meine Liste und er sagt mir wieder eine Zahl von 1 bis 3. Ja, was machen wir diesmal als Kommentar? Dieses Mal, Daniel, sag's, was schreiben wir drunter? Ja, so wie eigentlich jedes Mal, Pinguin Special, aber 03. Ganz genau. Und damit seid ihr auch wieder mit dabei. Wir verlosen an die, ich sag mal, wenn's nur 3 Kommentare sind, verlosen wir wieder auch an diese 3 Kommentare. Ansonsten, wenn's über der Anzahl ist, werden's trotzdem nur 3 CD-Keys sein. Das, denke ich, sollte für alle in Ordnung sein. So hat jeder eine reelle Chance dazu. Und ja, was gibt's noch zu sagen, Daniel? Eigentlich wäre es das, glaube ich, sogar soweit schon. Ja, klar, so wie jedes Mal kann man nur dazu sagen, ne? Wenn es mehr als 3 Leute sind, geht's klassische Verlosungsverfahren los. Aber solange es nur 3 sind, kriegt natürlich alle 3 natürlich auch ein Key. Also von dem her, so wie immer. Ganz genau, dann könnt ihr euch tatsächlich glücklich schätzen. Und wir beide dampfen mal ab in die, ja, in die unendlichen Weiten des Komischseins, was auch immer. Und ich hoffe, ihr hattet echt Spaß bei diesem Test hier. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues aus dem Hearthstone hier raussehen oder halt einen ersten kleinen Einblick haben. So sieht's aus. Dann sage ich mal ciao und viel Spaß beim Mitmachen. Tschüss.